So, dieser Abschnitt heißt Random Slopes, also zufällige Steigungen. Und worum geht es dabei? Bisher haben wir Regressionsgleichungen dieser Art immer betrachtet. Ja, das war jetzt einfach nur eine einfache Regression mit nur einem Regressor. Darum geht es nicht. Worauf wir jetzt Wert legen, ist das Folgende. Wenn wir einmal ganz genau diese Gleichung vergleichen mit dieser Gleichung, dann werden wir feststellen, dass wir einerseits keinen Fehlerterm haben und andererseits aber hier i's dran haben an diesen b-Koeffizienten. Ja. Was soll das? Die Idee ist, dass der Effekt von einem zusätzlichen Wert von x, zum Beispiel einem zusätzlichen Jahr von Bildung, unterschiedlich ist, je nach Person. Ja. Wir haben schon Interaktionseffekte kennengelernt zwischen Variablen. Es kann aber zusätzlich so sein, dass jeder einfach so einen persönlichen eigenen Effekt hat, noch ein Master zu machen. Der Effekt wird nicht identisch sein für jede Person, sondern jeder hat so ein bisschen unterschiedlichen Effekt von einem zusätzlichen Wert von xi. Diese Effekte von zusätzlichen Wert von xi unterscheiden sich. Deswegen werden die jetzt hier in dieser Gleichung nicht multipliziert mit einem festen Parameter Beta 1, sondern mit einer Zufallsvariablen B1i. Und deswegen ist da dieser i-Index noch unten dran. Ja? Das heißt, jede einzelne Person hat einen eigenen Achsenabschnitt und eine eigene Steigung. Ja? Die unterscheiden sich nicht nur nach beobachteten interagierten Regressoren. Und der Erwartungswert über alle Leute jetzt von diesem Achsenabschnitt sei jetzt Beta 0 und der Erwartungswert über die Steigungen, ja, über alle Personen sei Beta 1. Und dann nennen wir diese beiden, dieses Beta 0 und dieses Beta 1, nennen wir Average Partial Effect, also durchschnittlicher partieller Effekt oder durchschnittlicher marginaler Effekt, so können Sie auch dazu sagen. Ja. Jeder Mensch weicht jetzt ein bisschen ab und um jetzt die Verwirrung perfekt zu machen, führen wir jetzt noch ein D ein und D soll jetzt einfach sein, was ist der individuelle Wert minus der Mittelwert. Okay? D0i und D1i ist die individuelle Abweichung des individuellen B1i-Effektes von dem Mittelwert. Warum machen wir das? Damit wir uns ein bisschen einfacher überlegen können, was in so einem Regressionsmodell passiert. Wir nehmen also nochmal unser Sternchenmodell, hier Sternchen, und setzen diese Definition jetzt ein, B0i plus B1ixi. Und setzen eben einfach diese Definition, Quatsch, setzen einfach diese Definition hier ein und formen das Ganze wieder ein bisschen um und stellen fest, okay, yi ist jetzt Beta 0 plus Beta 1 xi plus einem Fehlerterm, der aus zwei Teilen besteht. Ja. Und das sieht jetzt wieder eigentlich so aus wie unser ursprüngliches Modell Doppelsternchen. Wir haben einen Achsenabschnitt und wir haben einen Steigungsparameter vor dem xi und dann haben wir noch diesen Fehlerterm ui, der jetzt eben eine ganz besondere Struktur hat, dadurch, dass wir uns vorstellen, dass da diese ganzen unterschiedlichen individuellen Effekte mit drin stecken. Und diese Beta 0 und Beta 1 haben jetzt eben nicht die Interpretation, okay, das hier ist die Steigung, das ist der Effekt eines zusätzlichen xis für jeden Menschen, sondern wir sagen einfach, das ist der durchschnittliche Effekt. Wir sagen, die Menschen haben unterschiedliche Effekte und dieses Beta 1 ist der durchschnittliche Effekt.
Und was passiert jetzt unter diesen Bedingungen, wenn wir einfach nur kleinste Quadrate anwenden? Ja. Das ist relativ einfach, sich das vorzustellen. Einfach, die Idee ist immer die gleiche, wie wir über sowas nachdenken. Die Idee ist immer, gelten die Annahmen dieses Regressionsmodells so, dass Konsistenz herrscht. Das heißt also, die entscheidende Annahme wird sein, damit OLS konsistent ist, dass der Fehlerterm unabhängig ist von dem Regressor. Ja. Wie sieht's aus? UI, dieser Fehlerterm in dieser Regression, ist D0i, also die Abweichung vom Durchschnitt in dem Achsenabschnitt plus die Abweichung vom Durchschnitt im Steigungsparameter mal xi. Ja. Jetzt kann man sehen, das Ding hier, dieses U, ist unabhängig von x, wenn diese beiden d-Werte hier unabhängig von x sind. Oh, hier ist das an der Stelle noch ein bisschen falsch geschrieben von der Notation her. Entschuldigung dafür. Das hier ci soll eigentlich ein d0i sein. D0i, das ist ein d1i und das hier auch. Entschuldigung für die Notation, die etwas durcheinander geht. Das heißt also, der Fehlerterm wird unabhängig sein von x, wenn dieses d0i unabhängig von x ist und das d1i auch unabhängig von x ist. Allerdings sollten wir immer für heteroskedas t kontrollieren, da dieser Fehlerterm ui hier im Grunde per Konstruktion von xi abhängt, in dem Sinne, dass wenn xi hoch ist, dann wird die Varianz von ui auch hoch sein. Ja. Also heteroskedas t berücksichtigen, wissen wir, wie das geht, stellt uns vor kein großes Problem. Wir haben das Ganze jetzt nur für ein Einfachregressionsmodell durchgeturnt. Das funktioniert natürlich ganz genauso auch bei multipler Regression. Wir können auch sagen, alle Regressionskoeffizienten oder alle Steigungsparameter sind unterschiedlich über die einzelnen Leute und wir schätzen jetzt nur die durchschnittlichen Effekte. Das funktioniert auch, solange die Parameter unabhängig von den Regressoren sind. Sollte es so sein, dass diese Steigungsparameter abhängen von Kovariaten, dann kann man noch zusätzlich Interaktionseffekte einführen. Ja, dann sind wir wieder in der alten Story von Interaktionseffekten. Wir nehmen x als Regressor und wir nehmen x mal z als Regressor. Problem gelöst. Ja, dann haben wir eine Kombination aus den guten alten Interaktionseffekten und noch zusätzlich der Interpretation, dass das nur durchschnittliche Effekte sind und jeder einzelne Mensch noch unterschiedliche variierende Effekte da hat. Messfehler ist ein Problem, was man in der Praxis relativ häufig hat und was man in der Praxis aber auch manchmal einfach bewusst oder unbewusst ignoriert. Ja. Kann aber zu einem großen Problem werden, werden wir noch sehen. Messfehler heißt also einfach nur, dass nicht so, wie wir bisher angenommen haben, die Variablen genau gemessen sind, sondern wir haben unterschiedliche Arten von Messfehlern. Stellen wir uns einfach nur mal vor, unsere Daten sind Umfragedaten und wir fragen die Leute alles Mögliche und die Leute müssen jetzt genau korrekte, akkurate Antworten geben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen eine Studie über Konsum und fragen die Leute einfach mal, wie viel Geld haben Sie im letzten Monat für Konsumgüter ausgegeben? Jetzt sollen Sie eine Zahl angeben. Sie können sich leicht vorstellen, dass wir da nicht eine auf den Cent exakt genau richtige Antwort bekommen werden. Was passiert in unserer Schätzung, wenn wir berücksichtigen, dass die Variablen nicht perfekt gemessen sind? Das hängt davon ab, ob es die abhängige oder ob es unabhängige Variablen sind, die fehlgemessen sind. Wir gucken uns jetzt die beiden Fälle nacheinander an. Wie sieht es aus mit der abhängigen Variable? In Wirklichkeit, und das nennen wir jetzt
nehmen wir jetzt wieder eine Sternchenvariable. In Wirklichkeit, der wahre Wert ist Y Stern. Das wahre Einkommen ist Y Stern, meinetwegen, wenn das Einkommen auf der linken Seite steht. Okay, wir machen wieder den gleichen Gedankengang, den wir schon kennen. Wir sagen, wir haben keine Probleme, bis auf dieses eine, was wir jetzt isolieren wollen. Ja? Alles ist wunderbar in unserer Ursprungsgleichung. Y Sternchen ist gleich dieser Ausdruck x Beta plus u. Okay. Das Problem ist, unser Maß ist y. Das ist das, was wir in unserem Datensatz haben. Und was ist das? Das ist der wahre Wert y Stern von da oben plus einem Messfehler, den wir e nennen jetzt hier. Okay. Oder umformuliert, wir haben einen Messfehler, den wir definieren als den gemessenen Wert minus den wahren Wert. Okay. So, was passiert? Wir nehmen einfach die Gleichung von da oben und setzen das so ein, dass wir nachher einen Ausdruck kriegen in der Variable, die wir tatsächlich messen. Ja. Wir haben eine Variable in y Sternchen. Wir sagen, y Sternchen ist, ja, y Sternchen ist gleich y minus e. Y Sternchen ist gleich y minus e. Wir formen das nach y um und kriegen dann y ist Beta 0 und so weiter und so fort. Plus die Variable u, das ist unser Originalfehlerterm von da oben. Der verursacht ja keine Probleme. Plus unseren Messfehler in y. Ja. Klar, wenn wir einen Messfehler in y haben, kommt der noch irgendwie dazu in diesen Fehlerterm. Insgesamt haben wir also in dieser Regression, wenn jetzt y unsere abhängige Variable ist, einen Fehlerterm, der aus zwei Teilen besteht, nämlich u plus e. Den nennen wir jetzt einfach mal v. Was passiert? Wir müssen uns wieder fragen, stört das unsere Konsistenz? Ja, das heißt also, ist es so, dass der Fehlerterm unabhängig ist von unseren Regressoren in dieser Gleichung, die wir schätzen? Das heißt, die Frage ist, sind die Regressoren unabhängig von V, also von sowohl von dem Originalfehlerterm? Ja, denn wir haben gesagt, hier bestehen keine Probleme in dem Modell. Also U, alles gut. Die Frage ist, ob dieser Messfehler jetzt auch unabhängig von x ist. Ja. Daran kann man vielleicht am ehesten noch glauben, wenn der Messfehler ein zufälliger Messfehler ist. Ja, wenn die Leute versuchen zwar, die Wahrheit zu sagen, aber müssen es halt schätzen, weil sie es nicht genau wissen, dann kann es durchaus sein, dass der Fehler, den sie machen, nicht systematisch höher ist, wenn x einen bestimmten Wert annimmt oder so. Ja. Dann wäre das erfüllt, dass wir hier einen rein zufälligen Messfehler haben, dass der unabhängig ist von den Regressoren. Ja. Dann sind die Schätzer unverzerrt, konsistent, wir können ganz normal Inferenz betreiben. Das einzige Problem in dem Fall ist, dass die Varianz, Standardfehler, die sind höher, als wenn wir keinen Messfehler hatten. Also alles halb so wild, alles gut. Ja, wenn das so ist, dass der Messfehler rein zufällig ist, dann haben wir eigentlich kein Problem. Wenn das nicht so ist, wenn der Messfehler ganz systematisch abhängt von Regressoren, dann kriegen wir ein großes Kuddelmuddel und können die Parameter nicht mehr konsistent schätzen. So, zweiter Fall. Wir schauen uns einen Messfehler an in den Regressoren. Ja? Zum Beispiel machen wir wieder ein einfaches Modell, bei dem alles gut ist. Machen wir wieder ein Smiley dahin. Bei diesem Modell ist wieder alles gut, um das Problem zu isolieren. Y ist Beta 0 plus Beta 1 x Sternchen plus u. Das einzige Problem, was wir jetzt hier haben, was wir uns anschauen, ist, dass wir nicht x Sternchen direkt messen, sondern eine messfehlerbehaftete Variable x. Das ist das, was wir in unserem Datensatz stehen haben. Und das ist x Sternchen plus ein Messfehler e wieder. Ja? Oder umformuliert, wir haben einen Messfehler, der ist der gemessene Wert von x minus dem wahren Wert von x. Was passiert? Wir nehmen wieder unser
schönes Modell, setzen das x-Sternchen hier ein. Y ist Beta 0 plus Beta 1 x-Sternchen plus U. Ja. Also, was heißt das? Wir haben eine Regressionsgleichung, die jetzt tatsächlich ausgedrückt ist, so dass wir den tatsächlich gemessenen Regressor hier stehen haben. Da steht dann Y ist Beta 0 plus Beta 1 x plus einem Fehlerterm, so ähnlich wie eben auch einem Fehlerterm, der aus zwei Teilen besteht, aus U. U verursacht kein Problem, weil wir hier die Sonne scheinen haben bei der ersten Gleichung hier. Also ist U problemlos. Das Problem ist, gibt es eine Korrelation zwischen E und X, zwischen diesem Teil des Fehlerterms und dem Regressor X, den wir in unserem Modell haben. Ja, wenn es da keine Korrelation gibt, dann haben wir auch kein Problem, weil alle unsere Annahmen für Konsistenz erfüllt sind. Das Problem ist, dass das nicht sehr plausibel ist. Ja, X und Messfehler, dass die nichts miteinander zu tun haben sollen, scheint gar nicht plausibel. Ja, wenn ich mich nach oben irre, dann ist das gemessene X auch groß. Wenn ich mich nach oben irre, wenn E groß ist, dann ist X auch tendenziell groß. Also schon per Konstruktion haben wir eigentlich eine Korrelation zwischen X und E. Ja. Plausibler ist sich das vorzustellen, dass der Messfehler nichts mit dem wahren Wert zu tun hat. Okay? Und das ist so wichtig, dass es einen eigenen Namen hat. Ein klassisches Messfehlerproblem heißt das. Ja? Classical Errors in Variables Problem. Wie sieht das aus? Wir nehmen an, zwischen dem wahren Wert von x und dem Messfehler gibt es keine Korrelation. Die Kovarianz ist gleich 0. Was passiert dann, wenn wir uns die entscheidende Frage stellen? Ich blätter nochmal zurück. Die entscheidende Frage ist, ob x und v korreliert sind. Das gemessene x und der gesamte Fehlerterm. Das ist x, das ist v per Konstruktion. Und jetzt können Sie die Kovarianz von so einer Summe aufteilen in die ganzen Einzelelemente und fast alle sind 0. Ja? Nämlich Kovarianz zwischen x-Stern und u ist gleich 0, weil es ja die schöne Gleichung ist. Hier oben alles gut. Zwischen x-Sternchen und u gibt es kein Problem. Dann gibt es eine Kovarianz zwischen x-Sternchen und e, ja, oder Beta 1 mal e. Die ist auch gleich 0, wenn das so ist, dass wir ein klassisches Messfehlerproblem haben. Ja, rein zufällige Messfehler. Dann gibt es eine Kovarianz zwischen E und U. Auch alles in Ordnung, wenn der Messfehler komplett unabhängig von allem ist. Und dann gibt es aber ein Problem. Es gibt jetzt, wenn wir die Kovarianz von diesen beiden Variablen uns anschauen, auf jeden Fall ja noch eine Kovarianz zwischen E und E. Die Kovarianz zwischen E und E ist natürlich die Varianz von E, wie Sie wissen. Und dieses minus Beta 1 können wir davor ziehen, sodass wir nachher rauskriegen, okay, die Kovarianz zwischen der gemessenen Variable und dem gesamten Fehlerterm ist so ein Ausdruck. Und dieser Ausdruck, der ist ungleich 0, solange es überhaupt Messfehler gibt. Das heißt, wenn die Varianz von diesen Messfehlern ungleich 0 ist. Ja. Und wir können jetzt sogar für diesen Fall eine ganz konkrete Formel entwickeln. Wie machen wir das? Wir erinnern uns an eine allgemeine Gleichung, die wir schon kennen. Das ist die allgemeine Gleichung. Haben wir eingeführt, als wir PLIM eingeführt haben, glaube ich. Ne? Als wir angefangen haben, über Asymptotik zu sprechen, da haben wir gesagt, okay, der Wahrscheinlichkeitslimit von unserem Schätzer ist der wahre Schätzer plus Kovarianz zwischen Regressor und Fehlerterm geteilt durch die Varianz von dem Regressor. So, das können wir jetzt alles einsetzen. Die Kovarianz von X und V haben wir ja hier oben gegeben. Zack. Unten eingesetzt, haben wir also Beta 1 minus Beta 1 mal Varianz von E und unten ist immer noch die Varianz von X. Ja, das ist einfach hier eingesetzt. Wir
klammern Beta 1 aus und kriegen, das ist Beta 1 mal 1 minus so einem Bruch. Oder wenn wir es auf einen Bruch ziehen, dann kriegen wir einen Ausdruck, der Schätzer von Beta 1, der konvergiert zu dem wahren Wert von Beta 1 mal einem Faktor. Ja? Und dieser Faktor ist ein Wert, der immer zwischen 0 und 1 ist. Ja? Der Faktor ist Varianz von dem wahren x geteilt durch die Varianz von dem wahren x plus die Varianz von dem Messfehler. Okay. Sie sehen, können sich Extremfälle vorstellen, was passiert, wenn die Varianz von dem Messfehler 0 ist. Dann steht da Varianz von x Stern durch Varianz von x Stern. Das heißt, dieser Faktor ist gleich 1. Ja? Wenn Varianz von e gleich 0, dann ist Plim Beta 1 Dach gleich Beta 1, weil dieser Faktor gleich 1 wird. Auf der anderen Seite, wenn die Varianz von x Stern im Vergleich zu der Varianz von dem Messfehler sehr klein wird, dann geht dieser Faktor gegen 0. Dann haben Sie hier 0 geteilt durch 0 plus Varianz von dem. Das heißt also, Sie kriegen da praktisch eine 0 raus. Jedenfalls haben wir einen Wert, der näher an der 0 ist als der wahre Wert. Ja, jedenfalls, wenn das nicht gilt, wenn es tatsächlich einen Messfehler gibt. Attenuation, das ist sowas wie eine Dämpfung, ja, eine Abschwächung von dem Effekt. Das heißt also, dieser Koeffizient, der wird gegen 0 verzerrt. Okay? Das ist was anderes als bei dieser ausgelassenen Variablen-Story. Da gibt es immer eine Verzerrung nach oben oder nach unten. Dieser Effekt geht jetzt anders, der geht immer in Richtung 0. Das heißt also, wenn wir einen positiven Beta-1-Koeffizienten haben, der ist über 0, wie schreiben wir das jetzt? Hier ist Beta 1, der ist über 0, dann gibt es eine Verzerrung nach unten, wenn Beta 1 negativ ist, ja, unter der 0, dann gibt es eine Verzerrung nach oben. Die Formel für ausgelassene Variablen ist immer so, dass sie immer nach oben geht oder immer nach unten, egal wie das Vorzeichen von Beta 1 ist. Ne? Sie erinnern sich an diese ausgelassene Variablenformel. Hier, diese Formel ist ein bisschen anders. Hier haben wir immer einen zu schwachen Effekt, in dem Sinne, dass der geschätzte Effekt gegen 0 verzerrt ist. Deswegen heißt das Attenuation Bias. Der geschätzte Effekt, der ist zu nah an der 0. Ja, der wahre Effekt ist größer im Absolutwert. Was passiert, wenn wir mehr Regressoren haben und sagen wir mal, nur einer davon hat ein Problem? Ja? Alle anderen Regressoren sind perfekt gemessen. Nur ein Regressor hat, nur ein X1 hier hat so ein Problem, dass wir zufälligen Messfehler drin haben. Was passiert? Wir haben auch wieder so einen Attenuation Bias, einen Effekt, der betragsmäßig unterschätzt wird. Und was dann auch noch passiert, ist, dass diese anderen Koeffizienten auch verzerrt werden. Ja, das ist allgemein so, immer in dieser Regression. Wenn ein Koeffizient verzerrt ist, dann versaut er im Grunde auch noch die anderen mehr oder weniger automatisch mit, weil die alle miteinander korreliert sind. Es sei denn, die Variablen sind komplett unabhängig. Was passiert, wenn wir mehrere Variablen haben, die fehlgemessen sind mit Messfehlern? Dann gibt es komplizierte Interaktionseffekte. Ja? Es gibt so direkte Dämpfungseffekte auf jeden einzelnen Parameter und die beeinflussen sich dann noch gegenseitig und dann gibt es großes Chaos. Zusätzlich, was kann passieren? Der Messfehler ist nicht klassisch. Dann können viele Sachen passieren. Dann kann es Einzelfälle geben, wo man sich das konstruieren kann. Aber es wird auf jeden Fall viel komplizierter als einfach nur dieser Attenuation Bias hier. Einfach nur mal ein Beispiel. Wir machen eine Regression. Wie gut schneide ich in der Klausur ab? Und das regressiere ich auf, wie viel ich gelernt habe. Ja? Ich kann mich natürlich als Student nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern, wie viel ich so gelernt habe und gebe jetzt halt irgendeinen geschätzten Wert an.
Nun könnte es aber doch durchaus so sein, dass manche Leute vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, gerade wenn sie zu wenig gelernt haben und werden sich dann ein bisschen systematischer irren. Ja, also wenn, sagen wir mal, jemand hat nur jede Woche eine halbe Stunde gelernt und weiß das und weiß aber auch, ist mir gar nicht so angenehm, vielleicht lüge ich das dann ein bisschen schöner. Sie können sich auch vorstellen, was passiert mit den Superstrategen, die eigentlich überhaupt gar nicht gelernt haben. Die tatsächliche Studienzeit ist null. Ja? Die werden sich ja nicht nach unten irren können, richtig? Sie werden ja nicht sagen, ich habe minus eine Stunde gelernt. Wenn das sehr klein ist, der wahre Wert, dann können wir uns eigentlich nur nach oben irren. Dann ist dieser Messfehler eigentlich immer positiv. Und insofern gibt es wieder eine Korrelation zwischen den beiden. Wenn das eine sehr klein ist, ist das andere eher groß. Sie können sich ganz viele Fälle vorstellen, wo die Leute systematisch lügen oder per Konstruktion sich systematisch irren in die eine oder in die andere Richtung. Halten wir also fest. Messfehler können unterschiedlichste Quellen haben, Messfehler können unterschiedliche Eigenschaften haben, sie können komplett zufällig sein, sie können korreliert sein mit Sachen. Wenn sie komplett zufällig sind, ist es kein Problem, wenn es die abhängige Variable betrifft. Wenn es die erklärenden Variablen, die Regressoren betrifft, dann haben wir ein sogenanntes klassisches Messfehlerproblem und damit eine Verzerrung gegen Null, ja, so eine Dämpfung von dem Effekt. Bei komplizierteren Messfehlern kann viel passieren und es ist ganz schwer vorherzusagen, was genau passiert.